Das ist Peter Matzki, 76 Jahre alt. 50 davon war er auf der Traditionsrennbahn Berlin-Mariendorf unterwegs. Das ist Roman Matzki, sein Sohn, heute 51, Trabrenntrainer, fünfmaliger Trainer-Champion. Und das sind die Töchter oder Enkelinnen, je nachdem. Linda ist 16 und Marlene 18. Das sind drei Generationen Trabrennsport. Ich bin selbst als Kind im Kinderwagen auf die Rennbahn geschoben worden. Und ich glaube, mein Vater ist sehr stolz, dass ich Trainer geworden bin. Und im gleichen Maße, ich habe es natürlich doppelt, weil ich zwei Töchter habe. Das ist natürlich ein Riesengefühl für mich. Linda ist die jüngste Trabrennfahrerin Deutschlands. Vor kurzem gewann sie in Mariendorf erst ihren Vorlauf, wurde dann Dritte im Finale. Ein Riesenerfolg. Du sitzt drauf wie eine kleine Grille, das ist kaum zu sehen auf dem Wagen. Ja? Das ist toll, was sie mit dem Pferd macht. Ja? Und zurück zu Hause ist sie der Star. Ganz viele sprechen mich jetzt auch in der Schule an und sagen, okay, was machst du da? Und sind ganz interessiert. Und das fängt jetzt auch so an, dass viele Freunde von mir mit auf die Rennbahn kommen und immer sagen, okay, wir wollen dir mal zugucken. Und das ist dann eigentlich ganz schön, wenn man weiß, da stehen auch noch Freunde draußen und beobachten dich und drücken dir die Daumen. Die Rennen in Berlin und das Leben in Brandenburg. Viel Land, viel Luft, viel Auslauf für die Pferde und viel Staub. Vor allem in dem Sport muss man hart im Leben sein und natürlich auch mal Dreck abkönnen. Aber sobald ich mit meinen Freunden unterwegs bin oder mit meiner Familie in der Schule, bin ich, denke ich mal, ein typisches Mädchen, was auf Klamotten steht, gerne shoppen geht, schminke. Mein Zimmer ist total in Pink. Der erste Sulki der Mädels war übrigens eine Mini-Sonderanfertigung, angespannt hinter Ponys. Der Beginn einer Leidenschaft. Sie aber soll immer Hobby bleiben. Schließlich gibt es noch viele andere schöne Dinge.